was geht ab? Herzlich willkommen zurück auf meinem Channel und zu einem neuen Video. So, Thema des Tages sind Styling Brushes. Ihr habt es eventuell schon auf meinem Instagram-Channel gesehen. Ich habe eine neue Styling Brush und die werde ich heute ausprobieren. Ich hatte euch bei Instagram die schon ganz kurz gezeigt und hatte euch da gefragt, ob ich sie alleine ausprobieren soll oder sie direkt mit der Demon Brush vergleichen soll, welche ich schon seit über einem halben Jahr jede Woche benutze. Und ihr wart euch da alle relativ einig, ich soll sie mit der Demon Brush vergleichen und deswegen machen wir das heute. Ich zeige euch die auch einfach mal direkt. Das hier ist die Packung. Sie ist von der Marke Be Hairful. Und so sieht sie aus. Das hier ist auf jeden Fall die Brush. So sieht sie aus. Das hier ist die Brush, die wir heute ausprobieren werden. So auf den direkten Blick im Vergleich zur Demon Brush sieht man auf jeden Fall schon einen deutlichen Unterschied. Man sieht halt so schon direkt, dass bei der Be Hairful Brush einfach viel weniger Platz ist für die Haare. Sie werden auf jeden Fall, während man die Bürste durch die Haare zieht, noch durchgekämmt. Auch hier sieht man das wieder, bei der Demon Brush ist wesentlich mehr Platz für die Haare, um da durchzugleiten. Sie sind auf jeden Fall beide geschwungen, was ich gut finde, weil dann kann ich auch bei der Be Hairful Brush versuchen, eine ähnliche Technik anzuwenden, wie ich sie bei der Demon Brush immer mache. Aber das zeige ich euch gleich, während ich style, auf jeden Fall nochmal genau, was ich da mache. Ich werde heute wieder einen Direktvergleich machen, das heißt, ich werde die Demon Brush auf dieser Seite der Haare anwenden und die Be Hairful Brush wird auf dieser Seite hier angewendet, damit man direkt beide Haarhälften miteinander vergleichen kann. Für das Haarstyling werde ich heute wieder zwei Produkte von Giovanni ausprobieren. Die habe ich letzte Woche im Video ausprobiert. Falls ihr das Video nicht kennt, verlinke ich euch das hier oben und auch unten in der Beschreibung. Dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Ich werde jetzt nämlich nicht konkret hier nochmal auf die Produkte eingehen. Das mache ich in einem anderen Video schon ganz ausführlich. Das hier ist auf jeden Fall ein Leave-In und das hier ein Gel. Und ich werde zuerst den Leave-In auf beiden Haarhälften einarbeiten. Dann werde ich die Brushes anwenden und danach kommt das Gel rein. So, damit das auch alles schön gleichmäßig ist, mache ich mir hier mal jetzt einen Mittelscheitel. Genau, und weil es ja in diesem Video um die Styling Brushes und die Styling Technik gehen soll, werde ich meine Haare jetzt einfach ganz schnell stylen. Das heißt, ich werde sie anfeuchten, weil das hier schon wieder fröhlich am Trocknen ist, wie ihr sehen könnt, bis ich wieder dieses Squish-Geräusch habe. Und dann werde ich auf beiden Seiten den Leave-In von Giovanni einarbeiten. So, ich habe das Produkt jetzt eingearbeitet. Es ist jetzt überall ungefähr gleich viel drin. Und jetzt geht es an die Demon Brush. Ich werde mit der Demon Brush diese Seite hier bearbeiten. Was die Technik angeht, habe ich mir gedacht, bleibe ich einfach mal bei der Technik, die ich jedes Mal anwende. Das heißt, ich setze die Brush an, ziehe die Haare vom Kopf weg und dabei drehe ich die Bürste. Ich zeige euch das doch einfach mal. Also, ich setze die Brush von hinten an, ziehe die Haare vom Kopf weg, damit ich hier Volumen bekomme im Ansatz. Und dabei drehe ich sie. So. Das verteilt das Produkt nochmal so ein bisschen gleichmäßig in den Haaren. Ihr müsst sie auch nicht unbedingt von hinten ansetzen. Ich mache das eigentlich manchmal echt so ein bisschen kreuz und quer, weil es für einen natürlicheren Look sorgt. Aber das ist eigentlich so das Prinzip. Also ich ziehe die Haare vom Kopf weg, drehe die Bürste dabei und lasse die Haare dann einfach fallen. Das mache ich jetzt einfach mal hier bei der ganzen Haarpartie. So. Also bei der Demon Brush ist es so, dass dadurch, dass ich hier halt 7 Reihen habe und die auch immer ein bisschen versetzt sind und es halt hier auch immer etwas größere Lücken sind, meine Haare halt da durchgleiten, aber teilweise in verschiedenen großen Strähnen. Ne? Ich kann richtig große Klumpen bekommen. Aber ich kann halt auch ziemlich feine Strähnen bekommen, was mir eigentlich immer gefallen hat, weil ich dadurch wirklich diesen natürlicheren Look bekomme. Es hilft halt einfach wirklich dabei, dass das Produkt gleichmäßig in den Haaren verteilt wird und dass die Locken dazu animiert werden, sich zu kringeln. Und jetzt geht es an die andere Seite. Ich habe im Vorfeld schon so ein bisschen das Internet danach abgesucht, wie die meisten Leute ihre Haare mit dieser Brush stylen. Und tatsächlich ist es eine ähnliche Technik wie bei der Demon Brush. Und zwar setzen sie die Bürste an, ziehen die genauso vom Kopf weg und drehen die Bürste dabei auch so ein bisschen.
Okay, so auf den ersten Blick sehe ich jetzt keinen Unterschied zu der Denim Brush. Wir das jetzt einfach nochmal bei der nächsten. Okay, ja, man sieht schon einen Unterschied. Die Klumpen sind definierter, dadurch, dass die Haare halt so richtig nochmal durchgekämmt werden. Aber ich habe hier auch ein paar etwas kleinere Strähnen bei. Okay, da sieht man's. Die Haare werden wirklich nochmal richtig durchgebürstet. Ja gut, komm, guck dir das mal an hier. Sieht schon wesentlich definierter aus als auf der anderen Seite. Ich glaube aber, da muss ich auch etwas kleinere Partien nehmen. Weil wenn das alles so zusammengeklumpt wird, dann habe ich sonst am Ende so Riesenklumpen, die ich dann alle auseinanderfriemeln muss. So, ich finde, man sieht auf jeden Fall schon einen Unterschied. Die Haare auf der Seite hier von der Behaviour Brush sind definitiv jetzt schon viel definierter. Hier sieht das so ein bisschen, ja, so wie immer aus, ne? Also so ein bisschen wirr. Die Strähnen sind nicht alle unbedingt definiert. Sie kringeln sich alle so ein bisschen unterschiedlich. Sie sind verschieden dick. Hier sieht man wirklich, dass das alles nochmal richtig durchgekämmt wurde, während man gestylt hat. Vom Haargefühl her muss ich tatsächlich sagen, dass sich das hier so ein bisschen schwerer anfühlt. Ich weiß nicht genau warum. Aber es ist hier irgendwie jetzt so ein bisschen luftiger, wenn man das so sagen kann. Keine Ahnung, woran das liegt. Auf dieser Seite fühlt es sich allerdings jetzt schon sehr viel gleichmäßiger an. Ich habe hier viel mehr das Gefühl gehabt, dass ich das Produkt richtig gleichmäßig eingearbeitet und verteilt habe. Und jetzt werde ich das Gel einarbeiten. Das werde ich heute mal nicht auf den Kopf machen, sondern einfach versuchen, so auf den Seiten zu machen, weil ich Angst habe, dass wenn ich das auf den Kopf mache, ich direkt wieder beide Seiten miteinander vermische. Es ist auf jeden Fall hier das gleiche Gel wie letzte Woche, auch von Giovanni. Ich werde hier pro Seite ungefähr so viel verwenden. Und ich fange auch einfach mal mit der Dämmenseite an. Ich gehe jetzt erst so ganz vorsichtig über die Haare rüber. Und dann scrunche ich das rein. So, und genau das gleiche mache ich jetzt auch nochmal auf der anderen Seite. So, schnell das Seidentuch umbinden, bevor ich hier irgendwas zerstöre. Also, ich sehe jetzt schon drastische Unterschiede. Hier sind die Haare dünn, die Strähnen sind nicht so dick wie hier. Guckt euch das hier mal bitte an. Ich will jetzt auch nicht so viel anfassen, weil ich Angst habe, dass ich das alles zerstöre. Und ich bin gerade tatsächlich sehr, sehr vorsichtig. Aber ja, bin sehr gespannt, wie es aussieht, wenn es trocken ist. Und deswegen lasse ich das jetzt auch einfach trocknen. Ich lasse es komplett lufttrocknen, damit sich der Cast bilden kann. Und damit ich auch nicht irgendwie irgendwas verändere, damit man genau sehen kann, wie das aussieht, wenn man es einfach nur so jetzt trocknen lässt. Deswegen lasse ich das jetzt trocknen und melde mich später wieder. So, meine Haare sind jetzt komplett trocken, also wirklich ganz, ganz trocken. Hier ist jetzt gar nichts mehr feucht oder so. Ich habe es heute wirklich mal komplett lufttrocknen lassen. Ich werde nämlich auch gleich nicht mehr mit dem Föhn reingehen. Aber ich habe jetzt einen Cast. Ja, man sieht es ein bisschen. Der hat sich auch hier schön um alle Haare gelegt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das aussieht, wenn ich das gleich alles rausgescrunched habe. Und ich glaube, das mache ich jetzt auch einfach mal. So, ich habe jetzt erstmal nur den Cast rausgescrunched. Ich habe hier jetzt noch nicht irgendwie so durchgeschüttelt und irgendwie alles aufgeflufft oder so. Aber ich dachte mir, wir können uns das ja jetzt schon mal angucken. Und zwar sieht man hier auf jeden Fall die großen Bündelungen. Die sind wirklich aneinander geblieben, die Haare. Die sind wirklich so ein bisschen zusammengeklebt. Hier, das Ergebnis kennen wir, es sind ganz viele einzelne Strähnen, ganz viele definierte Löckchen. Und hier ist das auch so. Man sieht halt wirklich, dass die Haare durchgekämmt wurden, dass die Haare durchgekämmt sind und dass sie auch so getrocknet sind.
Also es sieht sehr viel ordentlicher aus, sehr viel definierter. Hier sieht es halt so ein bisschen kreuz und quer aus. Klar, die Haare sind auch durchgekämmt durch die Diamond Brush, aber man sieht, dass es hier alles so ein bisschen mehr fluffiger ist, ein bisschen mehr chaotischer. Okay, ich werde das jetzt, so wie ich es gewohnt bin, einfach ausschütteln, noch so ein bisschen auffluffen und dann gucken wir uns das Endergebnis an. So, jetzt bin ich fertig und ich lasse das einfach mal hier so auf euch wirken. Okay, ich muss persönlich sagen, ich finde die Seite von A Diamond Brush besser. Ich finde, die Seite glänzt mehr. Also gerade wenn man das so nach vorne hält, finde ich, dass die Seite mehr glänzt. Die hier sieht dafür gepflegter aus. Man sieht hier wirklich dieses durchgekämmte. Allerdings kann ich das hier jetzt nicht wirklich so auseinanderzupfen. Auch hier finde ich, dass man sieht, dass das alles schön durchgekämmt wurde, dass hier keine Knoten drin sind, dass das alles wirklich gepflegt ist. Hier ist halt dieses Chaos, ne? Hier ist es überall so ein bisschen chaotischer, dafür sind die Locken auch wirklich da. Also ich habe wirklich hier richtige Kringel, die habe ich hier nicht so wirklich. Also hier ist es... Was Volumen angeht, finde ich, dass die Diamond Brush Seite auch definitiv etwas mehr hat. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von der Be Hairful Brush Seite. Sie sieht auch schön aus, also keine Frage. Ich finde es hier auch schön, aber Diamond Brush hat für mich immer noch gewonnen. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt einfach irgendwie die falsche Technik angewendet habe. Ich werde jetzt nicht sagen, oh ja, ich bleibe bei der Diamond Brush und werde die Be Hairful Brush irgendwie jetzt abgeben oder nie wieder verwenden wollen. Ich werde mich auf jeden Fall noch weiter damit ausprobieren. Aber so als Fazit für dieses Video kann ich auf jeden Fall sagen, dass die Diamond Brush für mich persönlich gewonnen hat, weil ich einfach diesen Look mehr mag, weil so sehen meine Haare einfach aus. Dafür nehme ich dann auch den Frizz hier in Kauf, der halt durch diese ganz vielen kleinen Strähnen entsteht. Den habe ich hier übrigens nicht so doll, fällt mir immer gerade so auf. Dadurch, dass es hier alles wirklich schön durchgekämmt wurde und alle Klumpen beieinander geblieben sind, habe ich hier definitiv weniger Frizz als hier. Letztendlich ist es halt auch einfach irgendwo auch Geschmackssache. Ich mag einfach dieses Voluminöse, dieses Chaotische, das mit ein bisschen Frizz. Aber andere mögen es vielleicht, wenn es wirklich richtig durchgekämmt aussieht. Und wenn man dann auch weiß, okay, ich habe jetzt wirklich keine Knoten in den Haaren. Weil hier habe ich definitiv jetzt wieder Knoten in den Haaren. Hier wahrscheinlich weniger. Das war es aber soweit erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen verstehen, wo die Unterschiede zwischen den beiden Brushes liegen und was dann hinterher beim Ergebnis auch dabei rauskommt. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, ist da unten der Button oder hier ist ein kleines Wasserzeichen, wo ihr auch drauf klicken könnt. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut und bis nächste Woche.